Wie schaffen wir es, unsere Potenziale auszuschöpfen, ohne uns dabei zu überfordern? Dieser Frage widmet sich der Autor Philipp Keil in einer ganz neuen und spannenden Perspektive. Im Alter von 22 Jahren zählte er zu den jüngsten Verkehrspiloten Deutschlands. Er lebte und arbeitete in den USA, Großbritannien und Kanada und sein Flugbuch ließ sich beeindruckend mit über 8000 Flugstunden, tausende Starts und Landungen auf 4 Kontinenten in beinahe allen Klimazonen. Philipp Keil ist ein international gefragter Top-Redner und berät Unternehmen zu den Themen Krisenmanagement, Entscheidungen und effektivem Teamwork. Dieser Transfer Pilot, Führungskraft, den sehen viele auf den ersten Blick jetzt nicht so. Aber gerade in diesen Crash-Beispielen, die ich dann bringe, sowohl aus der eigenen Erfahrung, wo ich schon mal kritische Situationen hatte, aber auch was man wirklich aus Flugzeugabstürzen fürs Leben lernen kann, das ist so der Aha-Effekt, wo viele sagen, ja, aus der Perspektive habe ich es tatsächlich noch gar nicht gesehen. Und in Zukunft, wenn ich in so einer Situation bin, angenommen, ich muss jetzt eine schwierige Entscheidung treffen, dann werde ich genau an diese Strategie denken, denn das ist lebende Materie. Ja, das ist wirklich etwas aus dem Leben, das ist keine Theorie, sondern das ist wirklich aus der Praxis. Und das ist auch das Argument dann, selbst für eher skeptische Manager zu sagen, okay, klar, das funktioniert, das haben wir selber erlebt, das wenden wir jetzt auch bei uns im Unternehmen an. Wenn man sich die Unfälle und die Abstürze in den letzten Jahrzehnten anschaut, dann fällt auf, dass in 85% aller Abstürze oder Unfälle der Grund nicht das Fliegerische war, ja, also dass die Piloten nicht fliegen konnten, sondern die sogenannten Soft Skills, ja, also Entscheidungen treffen, wie die Piloten miteinander kommuniziert haben, wie sie gehandelt haben in einer stressigen Situation, als es darum ging, einen Notfall zu handeln. Ja. Und darauf werden wir seitdem geschult. Es gibt seit einigen Jahren das Crew Resource Management. Und das umfasst eben solche Strategien, wie geht man miteinander um? Wie schafft man es, optimal im Team zusammenarbeiten, gutes Krisenmanagement hinzubekommen und unter Zeitdruck schwierige Entscheidungen zu treffen? Und zu all diesen Sachen gibt es spezielle Strategien. Die NASA, die US-Raumfahrtbehörde NASA, hat damals diese Strategien ins Leben gerufen, damit das Fliegen sicherer wird. Und genau diese Strategien wenden wir Tag für Tag auch auf jedem ganz routinemäßigen Flug an. Und ich glaube, aus genau diesen Strategien können auch Führungskräfte in Unternehmen eine ganze Menge lernen. Denn bei einer Führungskraft geht es ja um das Gleiche Tag für Tag. Entscheidungen treffen. Wenn Notfall ist, wenn irgendwie Krisenmanagement angesagt ist, dass wir dann richtig handeln in diesen Stresssituationen. Und da gibt es einen sehr spannenden Transfer zwischen Luftfahrt und Business. Kommunikation ist zumindest ein wichtiges Fundament. Denn unsere gesamte Arbeit miteinander, unsere Teamarbeit, basiert ja darauf, wie wir miteinander kommunizieren. Wenn wir gemeinsam ein Problem lösen, dann machen wir das immer, indem wir uns absprechen. Ja? Deswegen ist Kommunikation schon ein ganz wichtiger Faktor. Es geht aber nicht nur darum, wie spreche ich jetzt ein Thema an, sondern auch ganz klar darum, okay, wie löse ich denn jetzt die Situation? Wie kann ich eine Strategie tatsächlich richtig anwenden? Da gibt es zum Beispiel Notfall-Checklisten, die wir anwenden, wenn Systeme ausgefallen sind. Da gibt es aber auch eine einfache mentale Checkliste, wie wir jetzt schnell unter Zeitdruck schwierige Entscheidungen treffen. Und all das sind eben Strategien, die fürs Cockpit entwickelt wurden, die aber auch in den Chefetagen auf jeden Fall für eine sichere Landung sorgen. Wir Piloten trainieren regelmäßig Notfälle in genau so einem Flugsimulator. Ja? Und wenn es dann tatsächlich so weit kommt, dann weiß unser Gehirn sofort, aha, diese Situation hatte ich schon mal, die habe ich schon mal trainiert, ich weiß sofort, was zu tun ist. Und bei diesem Happening in Ägypten war es tatsächlich so, dass ich sofort die Situation erkannt habe aus dem Flugsimulator, die in Erinnerungen gezogen habe und sofort richtig reagiert habe. Ja, das war in Ägypten. Kurz nach dem Start in Hurghada wurden wir plötzlich von einer starken Windscherung erfasst. Also das muss man sich so vorstellen, das ist ein plötzlicher Wechsel in der Windrichtung. Ja, also wir starten ja immer gegen den Wind, weil dann der Auftrieb an unseren Tragflächen optimal anliegt. Ja? Und in dem Moment war dieser Luftstrom einfach weg, weil der Wind komplett von Gegenwind auf Rückenwind gedreht hat. Ja, und plötzlich sind wir wie im Fahrstuhl abwärts geflogen.
Und das war 150 Meter über Grund, also direkt nach dem Start. Und es gibt wenige Situationen bei uns hier im Cockpit, wo es sofort brenzlig wird. Meistens haben wir immer Zeit, selbst wenn ein Triebwerk ausfällt, haben wir die Zeit, das abzustellen, uns einen Plan zu überlegen. Aber ich sag mal, Feuer an Bord und so ein plötzlicher Strömungsabriss in niedriger Höhe, das ist so das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Und genau deshalb trainieren wir das auch regelmäßig im Flugsimulator. Und genau das ist mir eben damals in Ägypten passiert. Und ich musste tatsächlich bei diesem Manöver die Nase des Flugzeugs runterdrücken, obwohl es ja abwärts ging. Denn nur so ist es mir dann gelungen, dass der Auftrieb wieder zurück an die Tragflächen kommt, dass wir etwas an Fahrt aufholen. Und so konnte ich die Maschine überhaupt wieder unter Kontrolle bringen. Man stellt schon immer wieder fest, dass gerade das Krisenmanagement bei den Unternehmen nicht da ist, wo es eigentlich sein könnte. Und das ist eigentlich schade, weil es gibt wirklich sehr einfache Strategien. Wenn man hört NASA-Strategien aus der Luftfahrt, das hört sich wahnsinnig komplex und schwierig an, ist es aber gar nicht. Denn die NASA hat diese Strategien extra einfach gemacht, dass wir Piloten sie auch unter höchstem Stress tatsächlich anwenden können. Ja, das sind einfache Kniffe. Und ich glaube, dass in der Wirtschaft, in den Führungsetagen, genau die gleichen einfachen Strategien hier greifen würden. Wenn wir mal rekapitulieren aus unserem Leben, was wir schon für Situationen hatten oder auch wie in der Wirtschaft, was da Unternehmen in Schieflage bringt, da ist es meistens nicht ein Event und vorher war immer alles toll, sondern oft hat sich da der Niedergang eines Unternehmens schon lange vorher eigentlich angekündigt. Man hat bloß diese ganzen Warnsignale, also wir haben ja hier dafür diese speziellen Lampen und so, die wollte man nicht wahrnehmen. Ja? Und dann schaukelt sich das auf und irgendwann kommt es dann zum Crash, wo jeder sagt, wie konnte das passieren? Wenn man genauer hinschaut, dann ist es auch bei den Unternehmen oft eine Verkettung vieler unglücklicher Umstände, die man aber leicht hätte durchbrechen können, wenn man von vornherein gegengesteuert hätte und richtige Maßnahmen ergriffen hätte. Ich glaube, dass es da um effektives Zeit- und Prioritätenmanagement geht, sowohl hier als auch im Unternehmenscockpit, ja, wo wir auch ständig ganz viele Informationen haben, die auf uns einprasseln, wo wir aber ganz genau überlegen müssen, wo liegen eigentlich unsere Prioritäten? Also das ist mal das Erste, dass ich mir überlege, was ist jetzt gerade in dieser Situation wirklich wichtig? Und was kommt erst danach? Und dass ich dann auch mein Zeitmanagement genau darauf ausrichte. Eine zweite Maßnahme, die wir im Cockpit getroffen haben, ist es, sich sogenannte Gates zu setzen. Also ein Gate ist eine Schranke, die definiere ich im Vorfeld. Einfaches Beispiel im Anflug. Ich sehe schon die Landebahn vor mir, aber das Wetter ist alles andere als optimal. Ja? Vielleicht haben wir böige Seitenwinde. Wir definieren von vornherein einen bestimmten Punkt in unserem Anflug, wo wir sagen, bis hierhin und nicht weiter. Entweder wir können jetzt die Maschine sicher landen, die Wetterbedingungen, alles drumherum passt, oder wir starten durch. Wenn das vorher definiert ist, dann schaffe ich es auch tatsächlich in dem Moment durchzustarten. Ja, das hat was mit vorausschauendem Denken zu tun. Und ich glaube, dann schlittern wir nicht in irgendeine Situation, in die wir eigentlich nicht kommen wollen. Deswegen sage ich auch in meinen Vorträgen oder in meinen Seminaren, die ich bei Führungskräften, bei Unternehmen halte, man muss sich von vornherein klare Gates setzen. Wenn es dann in Stresssituationen wirklich dazu kommt, dann weiß das ganze Team Bescheid, hier ist unser Gate, bis hierhin und nicht weiter. Wir müssen jetzt über Konsequenzen, über Entscheidungen nachdenken.